So, herzlich willkommen zu einem weiteren Deck. Diesmal geht es um den Big Priest. Big Priest ist ein immer noch sehr aktives Deck, was wir seit einer ganzen Weile haben, seit dem Lichtkönig. Es ist mal kurz gestorben, weil der Secret Mage so übermächtig wurde. Also er kam überpräsent, was jetzt eigentlich auch wieder passiert ist. Und Secret Mage war halt immer recht gut gegen Big Priest wegen Counterspell und... Big Priest ist einer der Archetypen, die es halt von Priester gibt. Neben Reno Priest, Shadow Priest gibt es halt noch Big Priest. Und er funktioniert ganz schlicht und ergreifend so, dass er die fetten Typen beschwört und wenn sie sterben, werden sie wiederbelebt. Früher lief das alles ein bisschen anders. Heute ist es über Shadow Essence. Es beschwört eine 5-5er Kopie eines Dieners auf dein Feld. Oder hier dieses Idol of Ishai, das macht es dann mit einem 10-10er. Früher hat man noch Barnes dafür benutzt, der hatte halt 4 Mana gekostet, der ist dann extra genervt worden auf 5, weil man Runde 4 halt einen 1-1er aufs Feld ziehen konnte, der halt in irgendeiner Form ganz, ganz schlimm ist. Früher hat man das halt mit Ishai gemacht, also der Urtyp sozusagen lief mit, achso, war das irgendwie... Okay, weil Ishai hat so ein Apostroph irgendwie drin, glaube ich, deswegen geht es gerade nicht. Weil es ist halt so ein 10-Mana-Typ, der beschwört Leute aus seinem Deck raus. Aus deinem Deck zieht er dir, ja? Hier, das mit dem Apostroph hatte ich gerade nicht. Und dann hat man halt Barnes oder Shadow Essence gespielt. Idealerweise hat man Ishai gehabt. Und dann kam halt ein 1-1er, 5-5er, der anfängt, die richtig fiesen Dudes aus dem Deck rauszuziehen. Es kam halt im Lichtkönig auf. Und dann gab es dann hier so... Diener drinne, wie Isera war eher seltener, war aber auch eindeutig da. Dann Ragnaros, der Lichtkönig, war eindeutig da. Dann, also die beiden waren sehr wichtig. Dann gab es Builds mit Maligos und Valen, also mit ihm hier, dass ich sozusagen Maligos und Valen wiederbelebe und dann spiele ich halt einmal ihn hier. Ups, also jetzt bin ich bei Legendary. Spiele ich einmal diesen Mind Blast für 5 Schaden und der bringt dich halt direkt um. Ja, weil erst wird er von Maligos plus 10 gemacht und dann wird er nochmal von Valen verdoppelt oder so. Lustig, dass ich den Spell gerade nicht finde. Bin ich blind? Da ist er, Mind Blast. So. Und wenn ich halt mehrere Maligosse und Valens habe, dann ist es halt ein Schuss, den ich original abgebe damit. Das war halt auch eine sehr interessante Nummer, aber ja, dann ging es halt noch darum, dass die Statue früher sehr, sehr wichtig war, die wie heißt die Statue? Statue of irgendwas. Obsidian Statue, okay. Die war halt krass, weil sie ein Spotter war, der Lifesteal hatte. Man muss ein Lifesteal-Minion angreifen, das ist schon schlimm. Und dann, wenn er stirbt, tötet er nochmal irgendwas anderes. Wenn du das nicht silenzen konntest, dann hast du direkt verloren als Agro-Deck. Das war richtig, dies war eins meiner absoluten Lieblingskarten. Ja, wirklich. Big Priest habe ich eine Menge gespielt. Dann gab es extra diese Karte, die letztendlich für den Big Priest auch gemacht wurde. Bei Boomsday Project, okay, wo halt 1-1er Kopien aus deinem Deck beschworen werden. Und es bringt dir eigentlich nichts, außer du bist Big Priest und hast halt die fetten Typen. So, jetzt hat sich die Meta halt seit, boah, ich weiß nicht, wann kam der Todesritter das erste Mal? 4 Jahre oder so ist das her? Keine Ahnung, 3-4 Jahre? Hearthstone gibt's 9 Jahre. Boah, oh Gott, ich habe keine Ahnung, ist lange. Mann, die Zeit vergeht so schnell, ja. Auf jeden Fall, die Meta hat sich ja immer weiterentwickelt. Ishai wurde jetzt einfach durch Blood of Goon ersetzt, der im Endeffekt das Gleiche tut, nur besser. Ishai hat halt das Minion aus deinem Deck rausgezogen und dann war es halt weg, ne? Dann war es nicht mehr in deinem Deck. Ist ja auch gut, weil eigentlich willst du keine Minions ziehen. Du willst die ganze Zeit nur Kleinscheiß ziehen und deine Diener sollen schön im Deck bleiben und sich immer raussammeln lassen, ne? Mit Barnes oder mit Shadow Essence, so. Und Blood of Goon hat halt diese Schwäche von Ishai, also diese in Anführungszeichen Schwäche, dass es den unwiederbringlich aus dem Deck zieht halt nicht, weil er beschwört immer eine 5-5er-Kopie, ja. Was dann auch ganz wichtig war, war Katrina Muerte, die habe ich jetzt gerade vergessen zu erwähnen hier, die zum Beispiel beschwört immer einen Diener, der tot ist, wieder. Also die belebt ihn immer wieder. At the end of your turn, summon a friendly minion that died this game. Mega krass, ja. Vargos, mega krass. Passt da mega rein, ja. Weil es gab so Dinger wie hier Spellstone oder Mass Resurrection oder so. Und wenn Vargos auf... Also sowieso. Wenn ich Shadow Essence mache, ich treffe Vargos, dann wird Shadow Essence direkt nochmal getriggert. Das heißt, ich habe 2 5-5er draußen und das ist schon ein ganz behinderter Anfang für den anderen dann gewesen, ja. So, und dann gab es halt hier Sachen wie Spellstones oder
Mirror Mask Resurrection oder so. Und wenn ich Vagos mitgetroffen habe, dann wusste ich, dass mein Board direkt voll ist, weil es nochmal voll gemacht ist. So, Blood of Goon hat Ishaiah ersetzt. Es ist so ähnlich wie mit dem Shadowwalker-Schaman. Es gibt so viele Möglichkeiten, was du alles machen kannst. Und man hat sich jetzt darauf besinnt, halt nur die geradlinige Geradeaus-Taktik zu fahren. Deswegen hat man nur drei Diener drin. Blood of Goon zweimal und Neptulon. Neptulon ist derjenige, der dich töten soll oder der den anderen töten soll. Nicht dich, sondern mit dem du den anderen töten willst. Weil Neptulon hat halt schon mal die Fähigkeit, wie jeder Koloss, dass er Minions beschwört. Bei ihm sind es halt seine zwei Arme, die 4-2er Stats haben, die immun sind, wenn sie angreifen. Und Neptulon hat den Effekt, wenn er angreift und irgendeiner seiner Arme ist auf dem Feld, dann greifen seine Arme für ihn an. Das heißt, er hat Windzorn. Er macht sozusagen entweder 4 oder 8 Schaden zweimal. Und dann, also er ist auch super geil, um Spotter zu klären und so, das ist alles keine Frage. Das Ding ist aber auch, dass er kopiert werden kann. Wenn ich Neptulon auf dem Feld habe und er ist nicht geklärt mit seinen zwei Armen, dann kann es sein, dass ich ihn kopieren kann. Oder er ist schon mal gestorben und ich kann ihn nochmal wiederbeleben. Dann würde es bedeuten, dass er halt nochmal kommt und er nochmal seine zwei Arme bestört, was im Klartext heißt, dass ich vier Arme auf dem Feld habe. Und mein erster Neptulon sozusagen, also er hat sowieso Rush, das heißt, wenn der andere Spotter hat, kann mein Wiederbelebter die Spotter wegmachen und dann ist für den anderen, der ins Face gehen kann, halt das Feld frei. Ne? Und das Ding ist halt, dass er dann vier Arme hätte und dann würde er 16 Schaden zweimal ins Gesicht machen. Da gab es jetzt noch nicht Renatal, wo das sozusagen da war. Renatal überlebt es jetzt, weil mit 35 Lebenspunkten oder 40 hast du ja offensichtlich mehr als 32. Aber ist halt so eine richtig krasse Kombo. Und das Schlimmste ist halt, warum er überhaupt Highrollen kann, ist dieses Illuminate. Weil wenn ich Shadow Essence treffe, dann kann ich es auf 3 spielen und der Ofen ist direkt aus. Gegen Agro-Decks oder so ist es einfach tödlich, wenn du so ein Blood of Goon beschwörst, er beschwört noch ein Blood of Goon. So lief halt mein erstes Pirate-Rogue-Game. Ich guck gleich den Mülleimer, ob ich das da noch habe, weil ich habe den, glaube ich, nicht geleert, den Mülleimer. Ich hoffe es. Wäre nämlich richtig geil, weil dann würdet ihr gleich sehen, dass das aus der Sicht des Agro-Decks einfach nur behindert aussieht. Ja, das ist wirklich, das ist direkt total schade. Also sehr starkes Deck, was viel gekotzt hat, hat sich auch fast gar nicht verändert, nur in der vorletzten, also in der letzten Erweiterung, der dieser Vampir-Erweiterung, den Namen ich schon wieder vergessen habe, Castle Natria, kam halt diese Karte jetzt dazu. Aber sonst im Großen und Ganzen, hier kam das halt durch Sunken City dazu und ich glaube Neptulon, wo kam Neptulon aus welcher Erweiterung? Die davor, oder? Ja, nee, ist genau Sunken City gewesen, genau. Und stimmt, bei Sunken Cities kamen dann die Kolosse. Okay, alles klar. Auf jeden Fall, früher hat man auch ihn hier sehr gerne reingehabt. Diesen Koloss, der, wenn er stirbt, dann beschwört er nochmal einen 7-7er. Und wenn ich ihn nochmal wiederbelebe und bla bla. Es ist halt so ein ganz, ganz mieser Blocker hier. Ich fand immer die Statue besser, aber viele haben auch den hier benutzt. Es ist einfach alles in allem ein hyper unangenehmes Deck. Schon immer gewesen, wird es auch immer sein. Und ja, Deckcode wird dann da drin sein. Ich hoffe, es wird euch Spaß machen. Es ist auf jeden Fall immer noch ein sehr, sehr starkes Deck. Achso, was ich noch vergessen habe zu sagen. Es gibt, was so gut daran ist. Erstens, es kann Highrollen. Zweitens hast du die ganze Zeit irgendwelche fetten Dudes, die geklärt werden müssen. Eigentlich kann sich der Gegner gar nicht leisten, dass so ein Blood of Goon überlebt. Weil wenn er überlebt, dann zieht er ja wieder einen Diener aus dem Deck heraus. Und das geht so weiter und weiter und weiter. Und es gibt viele Decks, die zwar kontrollig sind, das wird auch in dem Beispiel jetzt so sein. Also ich nehme das jetzt nochmal auf, weil ich fand es nicht so perfekt, wie ich das gerade alles erklärt habe. Also mache ich es jetzt nochmal. Und er hat zwar die ganze Zeit geklärt, aber ihm ist einfach die Munition ausgegangen. Kenne ich halt, als ich Reno Priest noch viel mehr gespielt habe, dass ich sozusagen, ich habe nur so und so viele Removals, aber wenn er das Board nochmal voll macht und nochmal, also nicht mit kleinen Scheiß, sondern mit großer Scheiße, mit der großen Scheiße, ja, dann ist halt, irgendwann hast du kein Removal mehr. Ja, dann gibt's kein Mass Hysteria mehr, kein Hysteria mehr, kein Psychic Scream, kein bla 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 bla. Irgendwann ist aus. Ja, und das ist halt auch eine Stärke, dass es halt echt krass sein kann. Ich habe auch viel Mildruid gespielt und Big Priest war in dem Fall einer der Gegner, die super, 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 super stark gegen mich waren. Weil der Mildruid kann halt so Poison Seed spielen, das ist eine
Karte für 4 Mana, die zerstört das gesamte Feld und ersetzt es dann mit 2/2 Treants, was eigentlich schlecht für den Big Priest ist, weil wenn diese Treants sterben, dann sind die in meinem Wiederbelebungspool. Ich will die nicht auf meinem Kartenfriedhof haben, weil ich will keinen scheiß Baum für 2/2 wiederbeleben, sondern ich will meinen Neptolon haben oder mein Blood of Goon oder so oder was ich mir auch ausgedacht habe mit Maligos oder so eine Scheiße, ja. Und aber so krassen Decks gehen auf jeden Fall dann die gehen dann halt die Munition fürs Removal aus. Bei Agro-Decks ist es ein bisschen anders, weil da muss man eigentlich schon fast Highrollen. Aber wenn man Highrollt, dann ist es halt vorbei. Ja, ich meine, es gibt auch so Dinger gegen Pirate Rock und so, dass hier Spirit Lash gut ist und wo ist diese andere Karte für, hat er hier gar nicht drinne. Es gibt halt noch diese 2-Mana-Karte, die 3 Schaden macht und Lifesteal hat, die ich gerade nicht sehe. Der hier, Penance. So, ups. Die ist halt auch so ein Ding, aber ich vermute, dass sie raus ist, weil sie einfach zu schwach ist. Jetzt versucht man das halt mit dieser Waffe ein bisschen zu machen, die ich jetzt auch gerade nicht sehe. Hier, 2-mal drinne, weil die macht 1 Schaden an alles. Und das ist das, was ich gegen den Pirate Rogue brauche. Okay, so viel dazu. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen. Und dann viel Spaß mit dem Big Priest. So, dann haben wir jetzt hier ein Beispiel für einen Big Priest. Problem war gerade, dass ich einen Pillager Rogue getroffen hatte, den ich überhaupt nicht besiegen kann. Da kann ich machen, was ich will. So schnell kriege ich ihn letzten Endes nicht tot. Dementsprechend konnte ich das gerade aufgeben. Ich habe überlegt, ob ich das zeigen soll, aber es ist halt sinnlos. Es ist halt so, dass er einen One-Turn-Kill sammelt und ich bin zu langsam in meiner Vorbereitung, um ihn zu töten einfach. Das ist halt leider so ein Shadowwalk oder so, kann Sachen aus seiner Hand ziehen und so das verhindern. Aber wir können es halt überhaupt nicht. So, was wir aber können, wir haben jetzt schon Minion gezogen von den 3, die wir im Deck haben. Das ist halt so immer mein Glück, ehrlich gesagt. Ja, da denke ich, komme ich mir mal verarscht vor. Sogar sehr. Jetzt habe ich sogar noch was gedredged, was total Unsinn ist, aber... Naja, es lief jetzt schon mal hier erstmal nicht. Also das letzte Game war direkt verkackt, konnte ich nichts machen, ist direkt verloren gewesen. So, ziehen wir ihn raus oder ihn. So, und jetzt ist halt die Frage, ob wir hier was anständiges... So, jetzt haben wir geheiratet. Bam. So, das ist jetzt hier... Wir haben schon fast gewonnen. Das Ding ist, wir haben beim zweiten Versuch, haben wir jetzt Shadow Essence bekommen. Das heißt, Runde 3 habe ich das... Entweder kriege ich den zweiten hiervon oder Neptolon und es wird jetzt richtig unangenehm für ihn. Ich habe jetzt geheiratet und er wird halt sozusagen jetzt darunter leiden. So, es ist halt direkt Neptolon. Ich kann ihn halt noch nicht verdoppeln. Wenn ich jetzt irgendwie diesen Verdopplungsspell in meine Finger kriege, während er jetzt nichts klären kann, wobei er mindestens schon so machen kann, dann hätte er direkt verloren. Ja, das werdet ihr jetzt gleich sehen, was ich meine. Also ich werde es halt versuchen. Aber dann kann ich es sozusagen in abgeschwächter Form zeigen. Okay. Okay, er tötet meinen Neptolon. Jetzt brauche ich halt einen Wiederbelebungsspell idealerweise. Und jetzt hätte ich eher gedacht, dass er auf die Arme geht, ja, aber okay, ist halt nicht so. Nichtsdestotrotz habe ich halt schon mal ihm klar gemacht, was hier passiert. So, das ist die Karte, die wir wollen, weil damit werden wir jetzt Neptolon gleich wiederbeleben mit 100% Wahrscheinlichkeit, weil wir können einen von 3 auswählen und es ist dann der eine Arm da, der andere Arm und Neptolon. Wir nehmen halt Neptolon und Neptolon hat sich halt als sehr guter Big Priest Diener erwiesen und er ist halt sehr, sehr schwierig zu handeln und dementsprechend, ist es so. So, mein anderes YouTube-Video wird immer noch irgendwie verarbeitet. Was ist da los? So, wieso dauert es so lange? Jetzt ist ein bisschen blöd, dass ich Neptolon gezogen habe. Das ist, also ist jetzt nicht dramatisch, aber es ist nichtsdestotrotz trotzdem doof. Weil ich will ihn halt mit ihm aus dem Deck heraus kopieren. Wenn ich jetzt nochmal Shadow Essence kriege oder so und ihn halt spielen kann, dann kann er immer nur nicht sich selber rausholen. Das ist halt nicht so Sinn der Sache, sage ich mal. Okay. Aber läuft, er wehrt es echt gar nicht schlecht ab, muss ich zugeben, ja. Also wirklich, überhaupt nicht. Also ich bin da schon halb beeindruckt.
Das ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht so das Wahre. Summe 4 Spells werden wir nicht benutzen können bis dahin. Also ich meine, wir kriegen jetzt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, kriegen wir Neptulon wiederbelebt. Es gibt jetzt eine Chance, dass echt nur beide Arme sind. Aber das ist, ich weiß jetzt gar nicht, dass man von zwei, dass wir jetzt echt beide Arme kriegen. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Wahrscheinlichkeit ist, aber die ist schon unwahrscheinlich. Das ist halt 2/3 mal 1/2 oder so, ne? Das ist halt 2/6. Das ist 1/3 die Chance, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Jetzt frage ich mich auch, ob ich eine Runde warten soll. Also kann ich dann garantiert machen, aber. So, okay, so viel zu dem Thema. Also das Ding ist halt, er hat jetzt Neptulon schon getötet, ne? Aber es kann er halt nicht nochmal, nochmal und nochmal und nochmal und nochmal machen. Das ist halt so das Ding, ne? Und das ist halt das Schöne daran. So, was mich ein bisschen wundert, ich lade hier gerade so ein YouTube-Video hoch und jetzt dauert es die ganze Zeit mit dem. Ah, da steht es. Okay. Er hält den, er hält richtig gut auf hier. Ich bin tatsächlich echt begeistert, wie er das hinkriegt. Das muss ich echt sagen. Schon stark. So, jetzt holen wir halt eine Kopie von ihm raus. Ne? Ist halt auch wieder was. Wo halt wieder ein 5-5er rauskommt. Und das kann er, also er kann halt nicht die ganze Zeit diese fetten Dudes hier aufhalten. Er tut es erstaunlich gut, muss ich sagen. Ich habe mich mit dem Todesritter nicht so viel auseinandergesetzt. Ich habe ihn echt nur am Tag der Erweiterung gespielt, wo ich dann halt so ein Agro-Deck bauen wollte, was halt nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe, leider. Aber ja, er hält sich nicht schlecht, obwohl er Frost ist und nicht mal Blut, weil Frost ist halt eher so eine Combo-Variante und Blut ist halt so kontrollig. Ah, okay, er macht halt so viel Schaden jetzt die ganze Zeit. Okay. Aber auf der anderen Seite muss er mich jetzt auch töten, sonst stirbt er jetzt, ne? Also nächste Runde. Aber er macht schon echt Schaden, Mann. Ich bin hier echt überrascht, wie gut er das hinkriegt, muss ich echt zugeben. Muss ich echt zugeben. Aber jetzt war es das wohl. Ja? Also jetzt bin ich nämlich ganz weit weg. Jetzt bin ich ganz weit weg. Jetzt bin ich fast voll geheilt. So. Alles war jetzt halt. Ja, das war's jetzt, ehrlich gesagt. Oder willst du mir jetzt erzählen, dass du es nochmal hinkriegst? Also ich meine, ja, kannst du mal Frostblumen das ganze Feld einfrieren und so, klar, aber. Ich meine, ich glaube, wir sind durch, oder? Oh, so. War komisch, so eine Bearbeitung hier dauert echt lange gerade bei YouTube. Ich habe versehentlich das Fenster geschlossen. Ich glaube, dass es halt daran lag, aber. Ah, dass ich ihn jetzt gezogen habe, ist halt Pisse. Weil jetzt kann er nicht mehr. Jetzt kann er sozusagen nicht mehr eine Kopie rausholen, ja. Und das ist halt unsauber. Ich meine, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich trotzdem verloren habe. Aber hier sieht man halt die Schwäche. Wir haben jetzt echt geschafft, alle drei Diener in den ersten 15 Karten zu ziehen. Und das ist ehrlich gesagt auch schon eine Leistung. Also echt eine Leistung. Anders kann man das nicht nennen. So, ich heile mich mal. Also, dass er jetzt hier so durchkommt, ist nicht so wahrscheinlich, ne? Aber er hält sich richtig gut. Ich bin wirklich überrascht, wie gut er das hinkriegt. Muss ich wirklich sagen. Echt jetzt. Also, pff. Schon gar nicht mal schlecht, Herr Specht, was du da machst. Aber in Wirklichkeit müsste das. Also, ich weiß nicht, kriegt er das jetzt echt noch hin? Weil eigentlich dürfte das nicht passieren. Es gibt halt später noch so eine Karte von ihm, die macht, glaube ich, für jeden Korps irgendwie 2 Schaden oder so. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber irgendwie, es gab eine Karte, die für diese Leichen Schaden verursacht. Aber ich weiß nicht mehr, ob es pro Leiche 2 war oder. Alter, den hat er jetzt 3 Mal schon gehabt, den Spell, oder nicht? Läuft für dir, AD, ja? Kann ich mich auch nur heilen und so ganz stumpf. Also es sieht so aus, als würde er es echt sogar hinkriegen. Er hat halt auch einige Karten mehr gezogen als ich, ne? Aber das mit diesen dreimal das ganze Feld einfrieren, das ist natürlich auch recht glücklich gelaufen, aber okay. Aber sobald der Damm bricht, ist halt vorbei, ne? Es sieht halt so aus, als würde er es hinkriegen jetzt, weil warum sonst?
Ja. So, und kriegst jetzt nochmal 8 Schaden hin, sagst du, ja? Zack. Er kriegt auf jeden Fall mindestens nochmal einen Schaden hier durch hin. Mindestens. Das macht dann Holy Frenzy. Choose an enemy. Was? Your minions sind. Und dann werden die wiederbelebt oder so, oder? Das hat jetzt aber nicht so viel gebracht für ihn. Also sieht jetzt so nach dem letzten Zappeln aus, ehrlich gesagt. Oh, das ist gut für ihn. Das ist sehr gut sogar. Aber ich glaube, dass ich trotzdem gewinne. Also er heilt sich jetzt um 10, ne? Aber er hat halt Windzorn, ne? Und dementsprechend. Er hat mir einen besseren Kampf geliefert, als ich gedacht habe. Okay, das war das Beispiel 1 und dann geht es gleich mit dem zweiten weiter. Düdü. So, jetzt habe ich gerade vergessen, Aufnahme zu drücken. Das tut mir leid. Also wir haben jetzt einen Mage als Gegner. Mage ist tatsächlich sehr gefährlich für uns, weil ein Secret Mage war meiner Meinung nach immer der mieseste Gegner, den man als Big Priest jedenfalls früher haben konnte. Und das liegt exakt an dem Counterspell, den es halt gibt, ne? Das Problem ist jetzt, wir haben jetzt schon den Hyrule, ne? Ich hoffe sogar, dass er ein Zeitsprung-Mage ist jetzt. Oh Gott, cool ist er. Weil sozusagen er ist immer noch gefährlich, aber ich habe jetzt schon gehyrolt und ich muss mir jetzt keine Sorgen um einen Counterspell machen, der den hier auffällt. Also so kann ich jetzt ganz in Ruhe Hyrolen, ja, was ich jetzt halt auch tun werde. Und so hätte es jetzt sein können, hier liegt ein Counterspell und der kann den hier auf einmal aufhalten und dann stehe ich blöd da. So sieht es jetzt so aus, dass er das nicht clearen kann und über kurz oder lang das jetzt zu Ende ist. Und wenn er dann am Ende seine, sieht so aus, als ob er Sivaras spielt hier so ein bisschen, ehrlich gesagt, ja, tut er auch, weil Sivaras will man sehr gerne mit sowas auffüllen, aber er hat jetzt tatsächlich in Sivaras seine Quest drin, was recht witzig ist. Aber naja, eigentlich war's das meiner Meinung nach. Da will ich jetzt noch so einen machen für 7, okay. Und wir nehmen dich hier raus. Weil wir wollen ja auf jeden Fall, dass unser Neptulon verdoppelt wird, wenn er denn dann irgendwann mal rauskommt. Aber ihr seht hier halt schon, dass ich so eine Mauer habe. Und er, also, er ist so ein Deck, was ich sehr, 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 sehr viel gespielt habe, womit ich sehr viel erreicht habe. Und dieses Deck bedeutet mir auch tatsächlich sehr, sehr viel. Hat sich auch nicht wirklich viel verändert, aber ich zum Beispiel mit meinem Deck komme dann durch so eine Nummer hier durch und Big Priest ist für mich ein guter Gegner, aber ich bin auch so ein bisschen Spezialist, was dieses Deck angeht, ja. Also genau auch dieses Matchup. Da brauche er hier so einen Farmer und so, damit das alles funktioniert, weil so, er muss mit seinen ganzen Typen, also er macht das echt gar nicht schlecht, muss ich wirklich zugeben, aber er muss trotzdem mit seinen ganzen Typen hier durchlaufen und das ist halt nicht easy. Das ist halt einfach gar nicht. Und jetzt hat er halt ein bisschen Glück, dass ich halt nicht noch irgendwie 2 Schaden habe. Aber gut, ist halt so. Ich finde es auch jetzt lustig, dass wir echt die ganze Zeit keinen Neptulon rausgeholt haben. Aber ja. Das Ding ist halt, wenn er seinen Zeitsprung macht, muss er trotzdem physisch mit Dienern angreifen. Was im Klartext heißt, er muss hier reinlaufen. Und er verliert seine Diener dadurch. Und das sieht mir schon so aus, als hätte er verloren, weil mit 2, okay, er kann jetzt halt noch einen Eisblock rausholen oder so. Aber das hier ist verloren einfach. Also ich mit meinem hätte das Matchup höchstwahrscheinlich gewonnen. Wobei ich glaube, dass wir das gleiche Deck haben. Also ich habe jetzt keinen Unterschied. Ich habe keine andere Karte gesehen, die er drin hat, die ich nicht drin hatte. So, das waren die Beispiele beim Big Priest. Das ging jetzt hier also recht einfach, weil es ist einfach ein Deck, was mies highrollen kann, ja. Jetzt habe ich hier meine immer noch 10 Bonussterne oder was? Warte mal, jetzt bin ich, was bin ich jetzt aufgestiegen, seit ich die Decks zeige? Auf Silber 5. Also man sieht hier, guck mal, ich habe immer noch 8 Bonussterne. Das heißt, ne, ich gehe halt schon gute Schritte. Okay, also wie gesagt. Big Priest ist ein Deck, was sehr, sehr krass highrollen kann und das ist halt so das Starke. Allgemein, wenn es nicht highrollt, dann immer noch hat man über kurz oder lang so eine fetten Minions, die nicht immer geklärt werden können. Ist alles in allem sehr starkes Deck, was es halt heute immer noch gibt. So viel dazu. Dankeschön. Bidü.
So, ich habe im Mülleimer tatsächlich noch den Rogue gefunden, dieses Game. Und man sieht halt, ich habe eigentlich voll geil geheilt. Ich habe dann halt so eine Entscheidung nicht getroffen, eine Kanone zu machen, weil es sozusagen länger gedauert hätte. Ob das jetzt die bessere oder schlechtere Entscheidung ist, sei dahingestellt. Ich glaube, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Aber er hat mich halt einfach direkt ins Aufgeben gezwungen. Und das ist das, was ihr sehen sollt. So. So, wir haben jetzt hier ein Beispiel für den Rogue. Sieht schon mal gut aus. Ich habe die Kanone gleich, ich habe ihn gleich, so, ich habe das gleich. Weil das Ding ist, ich werde jetzt einfach eine Runde warten, dann spiele ich Münze. Da habe ich drei, also zwei Mana, dann drei. Also, ihr werdet es jetzt gleich sehen. Münze, zack, Kanone, bam, und dann schieße ich schon dreimal auf ihn und dann werde ich eine leere Hand mehr oder weniger haben und kann sie direkt wieder hier auffüllen mit. Also, das ist schon eine sehr, sehr gute Hand. Er ist ein Big Priest, das ist tatsächlich ziemlich gefährlich. Eine Runde warte ich. Oder will ich überhaupt? Weil ich meine eins. Ich mache sechs Schaden dann mit der Kanone. Aber das brauche ich nicht. Also wenn ich jetzt sechs Schaden mit der Kanone mache, dann das hier ist schon sieben dann gewesen, ne? Er hat jetzt genau Spirit Lash, aber dann würde er es trotzdem nächste Runde spielen. Und er würde sich sogar weniger heilen. Okay. Das ist gut für ihn gelaufen. Er hat halt gleich eine Abwehr gehabt, die ihm recht hilft. Ich bin jetzt nicht so wirklich geneigt, eigentlich die Münze zu spielen, aber okay, mache ich jetzt trotzdem. Normalerweise ist es halt schön, wenn man Runde 3 halt die Waffe spielen kann. Ich werde jetzt halt den Piratenling, ist so ein bisschen untypisch gelaufen, sage ich mal, aber oh, er hat mich direkt mies gehighrollt. Okay. Gegen Hyrule kann ich nichts machen. Das ist dann halt so.